Rentenanpassung 2023, gilt sie auch für Erwerbsminderungsrentner? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe heute früh um 8 Uhr etwa, am 21. März 2023 um 8 Uhr eine Mail bekommen von einer Frau Martina B. Den Namen möchte ich bitte nicht aussprechen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, den Nachnamen. Hallo Herr Knöppel, erst einmal herzlichen Dank für Ihre tolle Arbeit und die Videos zu den verschiedenen Rententhemen, die ich immer interessiert verfolge. Ja, danke zurück, wenn Ihnen das Spaß macht und Sie da einen Gewinn daraus haben, Frau B., dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Jetzt steht ja die Rentenerhöhung 2023 fest. Bekomme ich diese wie im letzten Jahr auch als Erwerbsminderungsrentnerin? Ja klar, warum denn nicht, Frau B.? Und alle die Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner in Deutschland, die jetzt schon eine EM-Rente haben. Aber sicher werden sie, wenn die Rentenerhöhung dann auch amtlich offiziell bestätigt worden ist durch den Bundespräsidenten mit seiner Unterschrift und auch im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist, werden sie zum 1.7.2023, wenn sie bis dahin auch noch die EM-Rente beziehen, tatsächlich ihre EM-Rente mit dem neuen Rentenwert 37,60 € berechnet bekommen. Die steht Ihnen genauso zu wie allen Altersrentnern, hinterbliebenen Rentnern und auch den Rentenempfängern aus der gesetzlichen Unfallversicherung. Also damit ist klar, alle EM-Rentner und EM-Rentnerinnen in Deutschland, die aktuell eine EM-Rente beziehen und auch am 1.7.2023 eine solche beziehen sollten oder bekommen werden vielleicht sogar als Neurentner, haben dann Anspruch auf die Vervielfältigung ihrer persönlichen Entgeltpunkte mit dem neuen aktuellen Rentenwert 37,60 Euro, so er denn tatsächlich auch amtlich bestätigt wird. Wir gehen aber davon aus, dass das so kommen wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.